Kommunikation ist der Austausch von Informationen. Es gibt immer einen Sender, einen Kommunikator, eine Botschaft und einen Empfänger, einen Rezipienten. Der Kommunikator kann ein Mensch sein, aber auch ein Medium, Radio, Fernsehen, Internet. Dann ist die Kommunikation meistens aber eher einseitig. Ein richtiger Dialog entsteht erst, wenn sich Sender und Empfänger wirklich austauschen können. Persönlich oder über ein Medium wie Telefon oder Textnachrichten oder soziale Netzwerke. Die Information, die ausgetauscht wird, die Botschaft, kann verschiedene Formen haben. Wissen, Erkenntnis oder Erfahrung, ausgedrückt durch Worte. Aber auch Botschaften, die ohne Worte ausgetauscht werden, sind Kommunikation. Mimik, Gestik, Körperhaltung und Tonfall. Das ist nonverbale Kommunikation. Sie gibt vielen Aussagen oft erst die richtige Bedeutung. Ein Beispiel: Die Prüfung ist ja super gelaufen. Oder: Die Prüfung ist ja super gelaufen. Der Tonfall ist entscheidend. Wenn Kommunikation nur schriftlich ist, fallen viele wichtige nonverbale Informationen weg. Mimik und Gestik zum Beispiel. Deswegen benutzen wir oft Emojis, damit klar ist, wie wir etwas meinen, ohne es umständlich im Text erklären zu müssen. Dieses Modell zeigt, wie kompliziert Kommunikation ist. Jeder Sender übermittelt seine Nachricht kodiert, den Inhalt plus die nonverbalen Botschaften. Der Empfänger muss das alles entschlüsseln und richtig verstehen. Erst dann gibt er eine Rückmeldung. Läuft in diesem Prozess etwas falsch, kommt es zu Missverständnissen.